in Griechenland nicht. Und ich wollte unbedingt die Mischung zwischen Elektro und Metall haben. Deshalb dachte ich mir, ich muss Mechatroniker machen und bin dann nach Deutschland gekommen. Das Spannende für mich auf der Arbeit ist halt, vor einer Maschine, die kaputt ist, zu stehen und einfach den Fehler zu finden. Erst dann bin ich zufrieden und halt froh. Ich bin froh, dass ich den Beruf des Mechatronikers lerne, da er ein zukunftssicherer Beruf ist. Und hier in Bunheim gefällt es mir, also hier bleibe ich.